In diesem Video möchte ich euch gerne erklären, wie das Trimmen-Werkzeug funktioniert. Das Trimmen-Werkzeug findet ihr hier unter Bearbeiten. Trimmen ist das mit der Schere. Klicken das an und dann können wir auswählen. Was das Werkzeug genau macht, könnt ihr hier sehen. Man braucht es in erster Linie, um Objekte aller Art zu verschneiden, also zuzuschneiden. Ihr könnt Sachen damit trennen und wie man hier sieht, also es funktioniert einerseits mit Körpern, es funktioniert aber auch mit Oberflächen, mit Kurven. Ihr könnt es eigentlich fast überall benutzen. Es funktioniert in beide Richtungen, also ihr könnt Körper mit Kurven schneiden, ihr könnt Körper mit anderen Körpern schneiden, ihr könnt Körper mit Flächen schneiden. Also da geht eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich jetzt. Als erstes gehen wir mal hin und probieren so etwas. Was ihr da sehen könnt, endet das schlussendlich dann in einem Ring. Also, wir fangen da mal an und jetzt werde ich mal das alles mal umbenennen. Das wären meine Muster, damit ich die da ein- und ausblenden kann. Das erste, was wir jetzt mal machen werden, ist dieser Schnitt, ich zeige es nochmals, den ich durch diese deformierte Kugel machen werde. Also zuerst gehe ich mal hin und weil es ein Ring wird, ich gehe jetzt mal in die Ansicht von vorne. Und weil das ein Ring wird, ich mache den da in der Mitte, ist am einfachsten, mache ich als erstes mal diesen mittleren Kreis, der soll dann schlussendlich als Schnittkurve dienen, um die Ringgröße zu definieren. Ich mache den da mal auf 55 mm Umfang. Also das entspricht natürlich dem, was ihr machen wollt jetzt für einen Ring. Könnt ihr da eure Ringgröße eigentlich eingeben. Und als nächstes definiere ich da mal gehe ich in die 3D-Ansicht und mache mal eine Kugel von der Mitte. Die müsste jetzt da eigentlich ein bisschen größer sein. Ich gehe nochmals in die Ansicht nach vorne. Da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wie dick man dann schlussendlich diese Ringschiene haben will. Ich mache die jetzt relativ mal dick, die dann auch noch genug Platz habe für diese Ausschnitte. Mal 3. Und jetzt möchten wir eben gerne, dass der nicht, also ich könnte das theoretisch natürlich jetzt so einen Kugelring machen, ich will den aber ein bisschen schmäler haben. Also ich wähle diese Kugel aus, gehe auf die Ansicht von oben und jetzt kann ich das einfach so mal schmäler machen. Wenn ich das schmäler gemacht habe, dann seht ihr, hat jetzt da die Ansicht hat gewechselt. Also ich kann jetzt das eigentlich da einzeln einstellen. Ich gehe auf die Proportionen, deaktiviere die und jetzt kann ich eigentlich die Y-Achse da kann ich einstellen. Das ist jetzt auf 10 habe ich das so nach Gefühl gemacht. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht ich das mal auf 8, vielleicht noch besser. Okay. Jetzt momentan ist es so, dass ich diesen Kreis eben nicht sehe. Das hat damit zu tun, dass ich das hier in der Ansicht, muss ich die verdeckten Linien anzeigen, weil momentan, wenn ich das so anschaue, dann ist eigentlich der Kreis hier auf der Innenseite. Das ist eigentlich kein Problem. Ich könnte entweder jetzt dieses
diese ovale Form könnte ich da verschieben, aber ich kann sie eigentlich auch da lassen. Spielt nicht so eine Rolle. Das Schneiden funktioniert genau gleich so. Das probieren wir jetzt gleich mal, bevor wir mit dem Rest fortfahren. Wir gehen da auf Bearbeiten, Trimmen. Und wenn ich jetzt, wie bei mir jetzt das schon ausgewählt habe, dann kann ich jetzt noch, wie im Dialog gefordert, mein Schnittobjekt wählen. Das wäre da eben dieser Kreis, die Ringgröße. Ich bestätige das. Und jetzt kann ich hier wählen, ob ich das Teil, das ich da auswähle, ob ich das behalten will oder verwerfen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich wähle das aus, ich will das verwerfen. Ich kann aber auch umgekehrt sagen, ich will dieses behalten. Jetzt, weil es ein 3D-Körper ist, muss ich immer schauen, was ich jetzt ausgewählt habe. Ich drehe das schnell. So anzeigen, also es hat es jetzt eigentlich richtig gemacht. Ich kann jetzt sagen, das Ausgewählte jetzt hier, das will ich eben behalten. Gehe mal auf Fertig und jetzt hat es genau das gemacht, was ich da gerne wollte. Momentan ist es noch so, dass dieser Ring noch hohl ist. Das ist so, es ist einfach geschnitten. Sieht man eben, dass der innen hohl ist. Und das kann ich jetzt eben, entweder kann ich da hingehen und kann sagen, diese beiden Kurven ausgewählt. Wenn ich das gerade verbinden will, kann ich das über diesen Loft-Befehl machen. War jetzt nicht das Richtige. Wenn ich das so machen will, muss ich diese Kurven kopieren und einfügen. Sonst schließt es mir das einfach. Und jetzt sollte das eigentlich, da muss ich das Richtige auswählen, die beiden Kurven, Loft. Okay, ich sehe, was das Problem war. Ich zeige das gleich nochmals. Ich kann die auswählen. Und wenn ich da auf Loft gehe, war mein Problem, ich habe das hier, diese Checkbox, Enden, Deckeln, habe ich aktiviert gehabt und wenn ich das jetzt so mache, ohne diese Checkbox, macht es genau das. Es schließt mir diesen Ring hier an der Unterseite. Ich könnte jetzt diese Flächen verbinden und habe da meinen Ring. Ich möchte das aber noch ein bisschen eleganter, deshalb mache ich das mit einem anderen Werkzeug. Ich gehe mal dahin, wähle diese beiden Kanten aus. Wenn ich die ausgewählt habe, kann ich hier unter Konstruieren auf Überblenden und das gibt mir jetzt da einen tangentialen Übergang. Das ist jetzt gerade für einen Ring ein sehr eleganter Übergang, der da entsteht. Sehr anatomisch natürlich und ich kann da eben jetzt hingehen und kann auch diese Wölbung definieren. Also ich kann sagen, wie viel oder wie wenig jetzt diese Überblendung stattfindet. Ich kann da noch schauen, will ich einen G2 oder G1 Übergang. Also ich kann das jetzt genau da definieren. Ich mache da nur eine geringe Spannung rein, bestätige das mal. Und jetzt kann ich da auch hingehen. Das sind jetzt zwei separate Flächen. Kann die mal verbinden. Das nächste, was wir jetzt noch machen, ist diese Ausschnitte. Wir gehen dahin, machen einen Kreis und da können wir jetzt eben gleich mal hingehen. Wir definieren den einfach mal so nach Gefühl. Diese Ausschnitte vielleicht nicht ganz durch jetzt da, aber so etwas in diesem Rahmen ist vielleicht noch groß. Ich mache es mal mit 3.
noch ein bisschen nach unten ziehen. Ja. Deaktiviere den Raster Snap und ziehe den noch ein bisschen rauf. Es muss so halt auch gefühlsmäßig irgendwie stimmen. Und jetzt kann ich da hingehen und kann mit diesem Array-Werkzeug, da gibt es diesen kreisförmigen Array, kann ich sagen, um welchen Mittelpunkt ich das Ganze kopieren will. Das wäre jetzt da, weil wir es schön im Mittelpunkt gezeichnet haben, wäre das dieser. Wir können definieren, wie viele von diesen Objekten wir da haben wollen. Ich mache es jetzt mal mit 10. Das scheint mir nicht schlecht zu sein. Wir gehen da auf Fertig. Und jetzt können wir diesen Körper, den wir da haben, können wir mit diesem Schneidenwerkzeug, können wir den schneiden. Ich kann jetzt die Schnittobjekte kann ich da auswählen. Jetzt kann ich da auf Fertig gehen. Wenn ich jetzt diese Kreise nicht mehr brauche, nachdem ich diesen Vorgang ausgeführt habe, dann kann ich das löschen. Dann kann ich sagen, lösch mir diese Objekte. Das ist hier interessant, hat teilweise noch so Artefakte von englischen Begriffen drin. Ich gehe mal auf Fertig. Und jetzt seht ihr, es hat das schon geschnitten. Ich kann jetzt da mal hingehen und kann sagen, diese Objekte, die möchte ich weghaben. Jetzt ist es momentan auf Behalten. Ich gehe da auf Verwerfen. Und jetzt hat es mir das wunderbar geschnitten. Das ist jetzt mal soweit dieser Ring. Also wenn ich jetzt da diese Ausschnitte noch füllen will, dann kann ich das machen. Ich kann das dann auch noch zeigen. Die Alternative zu diesem ganzen Vorgang, das muss man eben wissen, das Trimmen, das ist eben einfach ein Schneiden. Das macht mir da eigentlich keine Flächen dann. In der Realität würde man das eben mit einem anderen Werkzeug machen. Ich gehe da nochmals zurück und zeige das eben auch noch, wie das funktioniert. Die elegantere Lösung in diesem Falle wäre eben, wenn man das über eine boolesche Operation löst. Das wäre da mit diesem Differenzwerkzeug. Und da kann ich jetzt eben hingehen und das macht dann eigentlich genau das Gleiche wie das Trimmenwerkzeug, nur mit dem Unterschied, sehen wir jetzt gleich. Erstens löscht es mir jetzt diese Objekte gleich und es schließt mir eben diese offene Fläche auch gleich. Also, das wäre etwa so viel zu diesem Thema. Jetzt für diese ausgewählten Schnittobjekte, die kann ich einerseits löschen. Ich kann sie aber auch zum Beispiel benennen und ausblenden. Ich kann sagen, das sind die Schnittkreise. Jetzt kann ich die da ausblenden. Okay, das ist etwa das, was man damit machen kann. Hier habe ich dann eben noch so andere Varianten gezeichnet. Da ist man dann eben frei, wenn man diesen Vorgang schon mal gemacht hat, was man dann damit weitermacht. Ich zeige noch schnell, wie so etwas funktioniert. Ihr könnt da auch wieder so eine Kugel mal zeichnen.
Um diese zu trennen, können wir jetzt eben einerseits, sicher das Einfachste ist, wenn man das über eine Kurve zum Beispiel löst. Also das wäre jetzt die einfachste Variante. Ich kann jetzt da hingehen, trimmen. So. Das ist eigentlich die einfachste Art des Trimmens. Wenn ich das ein bisschen komplizierter machen will oder ein bisschen komplexer, dann kann ich das folgendermaßen machen. Ich gehe da noch ein Maß zurück. Wir können eben aus dieser Kurve auch, indem wir die extrudieren, können wir da eine Fläche machen. Und die Fläche zum Beispiel, wenn ich da die Punkte anzeige, die können wir noch etwas komplexer machen. Wir können mit Punkte hinzufügen, können wir die mal da unterteilen. Und jetzt können wir da eben so eine Freiformfläche daraus generieren. Das noch ein bisschen komplexer hier, dass man wirklich sieht, was da passiert. Jetzt haben wir da so eine ziemlich komplexe Fläche. Wir können die da noch verschieben und da sieht man schon in der Vorschau, was da genau passiert. Machen ist, wir schneiden diesen Körper, wir trimmen den mit dieser Fläche und wir sehen jetzt da, das gibt im Gegensatz zu vorhin eine ziemlich komplexe Schnittkante, die da entsteht. Ich glaube, das ist mehr oder weniger klar. Ich kann das sonst auch nochmals zeigen, wie das funktioniert. Da könnt ihr irgendwelche Körper könnt ihr nehmen. Das sind jetzt da diese zwei Körper. Ihr seht jetzt das schon, was da genau passiert. Also dieser Körper durchdringt den zweiten Körper. Man sieht das da eigentlich innerhalb, was da genau passiert. Ich kann den eben auch verschieben. Was wichtig ist, dass er ganz jetzt da durchdringt. Also wenn es nur so angeschnitten ist, das könnte zu Problemen führen. Ich kann es schnell ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ja, funktioniert in diesem Fall auch. Ich kann jetzt eben entweder dieses E, das ich da ausgeschnitten habe, kann ich entweder verwerfen. Ich kann auch den Rest verwerfen. Ich kann aber auch, wenn ich da nichts ausgewählt habe und da auf Verwerfen oder Behalten, dann passiert eigentlich auch nichts, dann kann ich da auch fertig. Und was jetzt genau gemacht worden ist, es hat beides behalten, das ist auch eine Option. Also ich kann jetzt da eben hingehen und kann das zum Beispiel für sonst etwas benutzen. Ist eben auch etwas, was teilweise auch Sinn macht, dass man nicht alles löscht. Also man kann das auch einfach
dem einen Namen geben, das ausblenden. Man kann es aber auch weiterverarbeiten. Also man kann das zum Beispiel jetzt, man kann versuchen, das zu verdicken. Also jetzt gerade, wenn man Schmuck herstellt, kann das natürlich eine ziemlich praktische Option sein. Also das ist jetzt ein schon sehr komplexes und schönes Objekt, das da auch entstanden ist. Das letzte, was wir noch anschauen, ist das Trimmen der Kurven. Dazu zeichnen wir mal so etwas. Ich gehe auf die Ansicht von oben. Ich blende das mal aus. Ich mache den Raster Snap an und zeichne da mal so zwei Kreise. Kreise möchte ich dann gerne noch trennen. Dazu mache ich so eine Linie, die ich da mal darüber ziehe. Wie lange die ist, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ich mache da so eine kreisförmige Anordnung durch diesen Mittelpunkt. Wir geben jetzt da, machen wir eine Zwölferteilung. Nein, wir machen eine 24er Teilung, damit es ein bisschen mehr Elemente gibt. Gehen da mal auf Fertig, bestätigen das und jetzt gehen wir mal hin, wählen alles aus, gehen auf Trimmen und wenn ich jetzt das einfach bestätige, dann gibt es mir da eigentlich überall so als Referenz für diese Trennung, gibt es mir da solche Punkte und die zeigen eben, dass das jetzt an dieser Stelle oder an diesen Stellen einen Schnitt gegeben hat. Und jetzt kann ich da hingehen und sagen, was brauche ich alles oder was brauche ich nicht. Die Entscheidung behalten oder verwerfen ist ein bisschen abhängig davon, was jetzt mein Ziel ist, da zu behalten oder zu löschen. In diesem Fall möchte ich gerne ungefähr so diese Formen behalten. Ich kann die da mal auswählen. Es ist ein wenig eine Fleißarbeit. Glück gehabt, dass die Teilung aufgeht. Das müsstet ihr eigentlich jeweils im Voraus euch ein bisschen überlegen, was ist jetzt genau das, was ich behalten will. Hat das mit der Teilung, geht das auf? Jetzt gehe ich da mal auf, ich will ja das behalten, das ist die Form, die ich dann eigentlich zeichnen will. Gehe auf Behalten, fertig. Und jetzt seht ihr, haben wir da wunderschön konstruiert dieses Muster. Ich kann das dann zum Beispiel weiter verarbeiten, indem ich das extrudiere. Ich kann das zum Beispiel kegelförmig extrudieren. Okay, ihr seht, wie das gemeint ist. Auch für so etwas benutzt werden. Ich kann das auch noch schnell zeigen. Manchmal gibt es eben solche Formen, die wie jetzt hier, das ist eigentlich ein Achteck, wenn man so will, aber mit eben nicht geraden hier, sondern mit so geschwungenen Seiten. Und das habe ich folgendermaßen gezeichnet. Ich habe da mal mit dem Freiformwerkzeug habe ich da mal so Kurven gezeichnet. Ich mache es jetzt noch ein bisschen extremer, um das zu demonstrieren. Ihr könnt die jetzt eben nehmen und zum Beispiel wie vorhin um ein Zentrum herum
Ist auch schön, ist nicht genau das, was ich hier will. Ich will es mit 8. Auch hier könnt ihr hingehen und sagen, ich will das getrimmt haben. Ihr könnt übrigens, ein kleiner Hinweis, also ihr könnt da auch Trimpunkte manuell hinzufügen, wenn ihr das auswählt. Das geht auch sehr gut, dann könnt ihr eigentlich sagen, ich will es hier getrimmt, hier getrimmt, hier, hier, hier. Könnt es natürlich auch irgendwo, kann das eigentlich beliebig, hier macht es natürlich Sinn, dass es da an diesen Schnittkanten ist. Geht einmal auf Fertig und ich möchte jetzt dieses behalten. Ich probiere da mal dieses Verbunden zu aktivieren, hat jetzt nichts groß gebracht. Also ich kann jetzt da eben das weiterverarbeiten, kann das alles auswählen, verbinden. Und habe jetzt da eigentlich eine sehr schöne geschlossene Kurve erhalten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.